Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Sephora-Adventskalender. Der ist hier. Das ist der The Future is Yours Adventskalender. Es wird wahrscheinlich noch weitere geben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 79,99 ist echt mal eine Ansage, ne? Jetzt gerade ist der, glaube ich, auch 20% reduziert, aber fast 80 Euro. Erfahrungsgemäß sind hier die Produkte relativ ähnlich zum Vorjahr und manchmal konnte man Glück haben, manchmal hatte man Pech. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier drin finden werden. Hoffentlich ist er gut. Außen auf dem Schuber stehen die Produkte und die Inhaltsstoffe und so auch drauf. Und was ich gut finde, ist, dass man hier am Ende halt wirklich so eine Metalldose hat. Ne? Das ist wirklich ein Produkt, was man auch wirklich für alles Mögliche als Aufbewahrung gut verwenden kann. Und dann entfernt man den Deckel und hat einen wirklich sehr, sehr poppigen Adventskalender hier. Your Lips in Extreme Shine. Okay, es geht in der Nummer 1 dann wohl mit einem Lippenprodukt los. Und ich glaube, hier haben wir nur Sephora Eigenmarken drin. Das ist ein ganz normaler, schlichter Gloss, aber in der Full Size mit 5 Millilitern von Sephora selbst. Und ja, Lipgloss, finde ich, ist immer eine schöne Sache. Ist auch ein schöner Start in den Adventskalender. Und das ist ein ganz, ganz schlichter. Die Nummer 2 fühlt sich sehr schwer an und ist auch wohl ganz gut gefüllt. Also die Box explodiert hier ja fast schon. Ist nochmal eingepackt. Ein Glasprodukt von Sephora. C und E. 7% Vitamin C und Vitamin E. Vitamin E ist ja das Schönheitsserum, Schönheitsvitamin. Ein Super Glow Serum haben wir hier. Und da haben wir 15 Milliliter drin in so einer Glaspipettenflasche. Finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr hochwertig. Und schwarze Verpackung, damit das Vitamin C auch stabil bleibt. Das ist natürlich ziemlich cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da soll es irgendwie um Hände gehen. Und da haben wir keine Handcreme drin, sondern eine Handmaske mit Gurke, Hydrating and Protecting. Und da ist eine Handschuhmaske drin. Ich mag sehr, sehr gerne die Masken von Sephora, von der Eigenmarke. Und Handschuhmasken trage ich jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig. Sollte ich wahrscheinlich mal. Ich wüsste aber nicht, wann ich wirklich mal für 15 Minuten, das hört sich traurig an, ne? Nichts mit meinen Händen mache. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich mit Schatzi einen Film gucke. Wobei, da bin ich meistens am Naschen. Hier haben wir die Nummer 4. Und da soll irgendwas für die Complexion, also für die Base mit drin sein. Und es ist ein Sponge. Und die Sponges von Sephora sind wirklich gut. Das ist dieser hier in Orange. Ich lasse ihn auch hier drin, denn ich habe schon den einen oder anderen von Sephora. Und kann es wirklich empfehlen. Der wird aber dann demnächst mal weiter wandern. Sehr schön weich, sehr angenehm damit zu arbeiten. Ein ganz tolles Produkt tatsächlich. Als nächstes kommt der Tag vor Nikolaus zu uns und da geht es um die Lippen wieder. Ja, darf jetzt auch wieder was kommen. Hier ist Lippenpflege drin enthalten und die Lippenbalsame von Sephora mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil die nicht so eine gute Pflege haben wie andere Lippenprodukte. Der soll feuchtigkeitsspendend sein mit weihnachtlicher Wassermelone. 3,5 Gramm, also auch hier eine Full Size und bislang haben wir auch keine Pröbchen oder so drin. Ist das dann vielleicht der große Sephora Eigenmarken Adventskalender? Mal gucken. Also die bringen ja immer mal wieder auch so unterschiedliche Varianten raus, dass man irgendwann auch gefühlt gar nicht mehr durchsteigt. Ne? Hier habe ich jetzt Nikolaus und ich glaube, da geht es um die Augenbrauen. I got 99 problems, but my brows ain't one. Also ich habe 99 Probleme, aber meine Augenbrauen haben keine. Das ist ein transparentes Augenbrauengel mit 5 Millilitern. Finde ich sehr gut. Habe ich schon mal ein Full Face Sephora geschminkt? Weiß ich nicht. Aufgrund dieses Adventskalenders denke ich mir gerade, könnte ich doch vielleicht mal. Aber ich habe es bestimmt schon gemacht, dann habe ich es euch auch im E verlinkt. Ne? Noch ein weiteres kann ja nicht schaden, oder? Hier habe ich jetzt die Nummer 7. Und wenn ihr den Adventskalender verwendet, seht ihr ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt die Boxen ja immer rausgezogen. Also, ja, also er fällt ein bisschen in sich zusammen. Sie wieder reinzumachen wäre auch blöd, weil der dahinter ja auch Ebenen hat. Also das haben die sich nicht ganz so gut überlegt. Hier haben wir so Blackhead-Viecher für die Nase drin, ein Stück. Und zwar ist das ein Blackhead-Remover, genau so nennt sich das. Das machst du dir auf die angefeuchtete Haut, lässt das für eine Weile drauf, kannst es abziehen und hast dann irgendwie deine ganze Haut in deinen Händen. 10 Minuten lässt es drauf, ja, genau. Soll sehr effektiv sein. Ich mit meiner trockenen, sensiblen Haut verwende sowas ehrlich gesagt eher weniger. Hab da auch irgendwie jetzt auch in letzter Zeit viel von gehört, dass es gar nicht so gut für die Haut sein soll. Keine Ahnung.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier geht es auch wieder um die Hände. Hier steht wieder was mit Händen drauf. Handcreme. Jo. Ja, ein Sephora Handbalm mit Shea Butter. Und da sind 30 Milliliter drin. Finde ich sehr, sehr cool. Habe ich schon mal Sephora Handcreme verwendet? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung, aber es hört sich auf jeden Fall gut an mit Mandelmilch. Ja. In der Nummer 9 können wir uns über simple Eleganz freuen. Ah, auch das ist ein Produkt, ja, kann man gut gebrauchen. Ne? Das ist halt ein Nagellack, da haben wir 5 Milliliter drin. Und das ist ein ganz simpler Klarlack, also jo, kann man gebrauchen. Ich bin jetzt eher so die bunte Fee, aber jo. Oh, in der Nummer 10 darf es mit Kaffee weitergehen. Jo, das mag ich gerne leiden. Das sind so untere Augenpatches, die du nur 5 Minuten drauf lassen musst, was sehr, sehr angenehm sein kann. Genau, ja, einfach aus Biozellulose, Koffein-Eye-Patches, richtig toll. Also die mag ich schon gerne. Die sind super, super dünn und ich komme damit gut klar. Das ist auch etwas, was man gerne verwendet, muss ich sagen. Schön. Scrub, Scrub, Scrub in der Nummer 11. Die erste Schnapszahl. Ah, das ist so ein Peeling-Handschuh. Ja, kann man gebrauchen, kann man verwenden, ne? Kann man für das Gesicht und den Körper verwenden. Ich bin halt eher ein Fan davon, mir so richtig schönes Creme-Öl-Peeling drauf zu machen oder so. Aber trotzdem, es ist ein gutes Produkt, muss ich sagen. Und ich denke auch, dass das seine freundlichen Anhänger findet, kann man das so sagen. Also, dass es genug Leute gibt, die das cool finden. Ansonsten würden die Firmen das nicht so zuhauf in Adventskalendern reinpacken. Also, ich denke mir, es sitzen da ja auch Menschen, die sich überlegen, ob das Produkt, was sie reinpacken, cool sein könnte. Meine Meinung. Halbzeit, die Nummer 12. Da geht es um die Augen. Und da ist eine Mascara drin in der kleinen Größe. Big by Definition Volumizing and Lash Multiplying Effect. Das sind 5 Milliliter. Ist eigentlich eine gute Größe für eine Mascara. Ich kann euch das Bürstchen mal einblenden, weil ich die ja nicht auspacke. Ich müsste die tatsächlich sogar noch vom letzten Jahr bei mir liegen haben in der Schublade. Unausgetestet. Furchtbar. Die Nummer 13. Take care of your skin. Du sollst hier so ein bisschen dich um deine Haut kümmern. Und da haben wir auch Hautpflege drin. Und zwar ist das das Hyaluronic Acid All Day Hydrator Hydrate and Glow Produkt. Ja, eine Hautpflege mit 30 Millilitern. Finde ich, ist auch eine gute Größe. Ne? Kann man auf jeden Fall gut in einem Adventskalender drin haben. Und Sephora hat ja sowohl ein Pflegesortiment als auch ein dekoratives Kosmetiksortiment. Deswegen finde ich diesen Mix, den wir bislang hier erfahren dürfen, auch echt gut gewählt. Ne? Das ist jetzt irgendwie gar nicht danach ausgelegt, welchen Hauttyp man hat, welche Hautfarbe man hat. Das ist schon schön. In der Nummer 14 dürfen wir etwas Me-Time erfahren. Vielleicht haben wir hier eine Gesichtsmaske drin. Das wäre sehr, sehr passend dafür. Ja, oh, und was für eine. Da freue ich mich drüber. Das ist die Wassermelonen-Tuchmaske. Das ist so schön. Ja, 95% natürliche Inhaltsstoffe. Auch hier wirklich nur 5 Minuten musst du die drauf lassen. Und dann kann die ihre Wirkung vollziehen. Ich lasse die immer ein bisschen länger drauf, bin ich ehrlich. Weil die halt wirklich toll nass ist. Ich mag die so, so gerne. Mein Aufgebrauch-Video schwärme ich da auch immer von, wenn ich sie euch zeige. Ne? Also schon nice. Ein Blushing in der Nummer 15. Cool, habe ich hier einen Blush drin. Also bislang, Leute, ist das wirklich ein guter Adventskalender. Ja, von der Sephora Eigenmarke, der Colorful Blush in Matt in der Farbe 06 oder 90. Man weiß es nicht. 06, Flirt It Up, genau. Da sind 3,5 Gramm drin enthalten und die Farbe wird diese sein, die wir hier auch sehen. Und ja, ist eine schöne, gefällige Farbe, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich den vom letzten Mal aussortiert habe. Ich meine nämlich schon, und ich meine, dass es auch genau diese Farbe war. Muss ich nochmal nachschauen, dann hatte er mir nicht so gut gefallen, aber ich schaue nochmal. Ein Face Morning Cocktail soll uns am 16. Dezember erwarten, und das ist ein schweres Büchslein. Bin ich sehr gespannt drauf. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Das ist ein Toner mit Vitamin C, Passionsfrucht, 96% natürliche Inhaltsstoffe, 100 Milliliter. Also du hast hier eine schöne Skincare-Routine auf jeden Fall mit dabei. Ne? Du hast einen Toner, du hast ein Serum, du hast eine Creme. Du hast natürlich die Masken für die tiefgründigere Pflege. Und ja, also das sieht alles soweit so gut aus, muss ich sagen. Auch am 17. Dezember, also eine Woche vor Heiligabend, dürfen wir uns etwas Me-Time gönnen. Und da habe ich... Die haben uns auch letztes Jahr verfolgt. Okay, sie sind dieses Jahr scheinbar auch ab und an dabei. Das ist so ein Gua Sha Stein und das ist auch wohl wirklich ein Stein. Der sieht schön holographisch aus, wobei ich weiß nicht, gibt solche Steine. Ist vielleicht sehr, sehr hartes Plastik. Es ist Plastik. Doch, es ist Plastik.
Und damit kann man halt sehr schön Gesichtsöle einarbeiten und so. Also ich habe einen sehr schönen Buaschar-Stein mittlerweile von Macchiamo Beauty, also von Maxim, in Anwendung, den ich auch gerne verwende, wenn ich so Öle drauf mache. Ich sag mal so zweimal die Woche mache ich das auch ganz gerne. Und das kannst du natürlich auch zusammen mit diesem Serum verwenden, was wir hier haben. Ja, oder eine Maske kannst du damit auch einarbeiten. Ist auch ganz, ganz toll. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember at home. Facial Spa haben wir hier. Also hier geht dann wirklich das Gesichtsspa weiter. Okay, hier haben wir noch eine Maske drin. Auch die super Coconut Face Mask. Das ist jetzt die zweite. Ja, 5 Minuten lässt du die drauf. Ne? Auf jeden Fall eine schöne Geschichte kann man machen. Das ist feuchtigkeitsspendend und nährend und beruhigend. Und damit kommen wir definitiv klar. Also sehr viele Masken. Wer das nicht so mag, sowohl für Gesicht als auch für unsere Augen, als auch hier Blackhead-Viecher und Hände, der hat hier wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Hals. Da ich aber Masken sehr gerne mag, ist das für mich ziemlich cool. Hier habe ich jetzt die Nummer 19 und da geht es um rote Lippen jeden Tag. Ja, habe ich aktuell tatsächlich jeden Tag. Da haben wir auch ein Cream Lip Stain von Sephora, von der Eigenmarke. Und da sind 5 Milliliter drin. Also wirklich ein wunderschönes, sehr, sehr passendes Weihnachtsrot, was auch zu einem Adventskalender wie Pop es auf einmal passt. Finde ich gut. Oh, die Nummer 20 ist sehr, sehr leicht. Da geht es um For a Professional Make-up, also für ein professionelles Make-up. Ein Pinsel. Schön, ich mag Pinsel. Pinsel und ich sind echt große Freunde. Ich mag das gerne, mit solchen Produkten in meinem Gesicht rumzustreichen. Der ist hier sehr gut eingepackt, ne? Und das ist ein schöner Pinsel. Wirklich Eyeshadow-Pinsel einfach von Sephora. Sieht sehr, sehr gut aus. Das ist so ein orangener, flacher, ne? Also hier von der, ne? Ist wahrscheinlich auch von der Haptik her ganz interessant. Und das ist einfach ein Smudger, Eyeshadow-Pinsel, wie auch immer. Damit kannst du aber Lidschatten auftragen, verblenden. Finde ich gut. Oh, meine Hoffnung für die 24 steigt, dass da eine Lidschattenpalette drin ist. Das wäre natürlich ultra, ne? Dann schauen wir mal, was die Nummer 21 so zu bieten hat. For the brightest eye look, also für aufgehellte Augen. Also hier haben wir wieder Eye Patches am Start mit Vitamin C. Finde ich großartig. Papaya. Und das ist auch wieder mit diesem Biozellulose. Mag ich einfach super gerne leiden. Also das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen. Und bin ein Fan davon. Die Nummer 22. Ein Gemstone, also quasi ein Juwel fürs Gesicht. Okay, ein Juwel fürs Gesicht ist natürlich, dass man sich abschminkt. Das ist unheimlich wichtig. Zum einen ist Abschminken bzw. eine Reinigung der erste Step der Skincare-Routine. Zum anderen ist es unheimlich wichtig. Also so würde ich niemals ins Bett gehen. Nicht mehr. Damals hätte ich das safe gemacht. Mit Zink haben wir hier ein Micellenwasser drin enthalten, 50 Milliliter. Zink ist halt auch so super angenehm für die Haut, weil das auch regenerierend ist. Also ich habe damals zum Beispiel, als ich so Narben hatte, auch Zinksalbe verwendet, ne? Und deswegen kommt das ganz gut tatsächlich. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen hier in dem Zusammenhang. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Killer Eye Look steht hier drauf. Hier ist safe ein schwarzer Kajalstift drin. Das kennen wir ja eigentlich auch wohl. Jo, hier in Waterproof sogar. Sephora 12 Stunden Colorful Contour Eye Pencil. Das dürfte auch eine Originalgröße mit 1,3 Gramm sein. Ne? Ein schwarzer Kajal gehört auch in einen Adventskalender, wo man Make-up drin findet, irgendwie mit rein, weil es halt so ein Klassiker ist. Ich freue mich mehr, wenn es halt ein wirklicher Eyeliner ist. Also so ein flüssiges Produkt. Aber hier ist es halt einfach ein Stift. So schaut er aus und kann man definitiv gebrauchen. The final touch of your look, die Nummer 24. Also größentechnisch darf ich hier doch eine Lidschattenpalette erhoffen, oder? Könnte was werden. Do not drink. Nee, das ist ein Eau de Parfum, das ist ja witzig. Ach, okay, Iris und Mokka. Finde ich jetzt mit 30 Millilitern, finde ich jetzt ehrlich gesagt als 24 auch ganz geil. Also ob jetzt Lidschattenpalette oder Duft, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich habe mir das Bild ehrlich gesagt auch nicht angeguckt. Es stand oder war online auch aufgeführt, was drin ist, ne? Mit Iris, oh, steht hier alles auf Englisch und auf Französisch. Oh, Fresh Roasted Coffee. Lecco mio. Ich glaube, das ist meins, ne? Ich habe in letzter Zeit so viele neue Düfte mir geholt. Oh mein Gott. Ich verwende gar nicht so super viel Parfum. Also ich rieche es jetzt schon. Das riecht wirklich angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. So schaut es aus. Ein schöner, ein relativ langweiliger Flakon. Sind wir mal ehrlich. Also so sexy sieht das jetzt nicht aus. Ich werde riechen.
Riecht nach Haarspray. Tatsächlich, das riecht nach Haarspray. Ich rieche leider nicht den Kaffeeduft so. Vielleicht kommt das noch mit der Zeit. Aber für mich riecht das wirklich nach Haarspray. Muss ich mal gucken. Aber ja, das ist jetzt die Nummer 24. Und das war der Adventskalender, Leute. So, hier haben wir das gute Schätzelein. Also, ich finde den Inhalt dieses Adventskalenders richtig gut. Ich finde es cool, dass wir am Ende ein Parfum drin haben. Und ich glaube auch, dass mehr Leute mit einem Parfum was anfangen können als mit einer Lidschattenpalette. Ich finde den Mix aus dekorativer Kosmetik und Pflege, wobei Pflege überwiegt, auch gut. Viele werden sich wahrscheinlich beschweren, weil halt auch einige Einmalanwendungen hier drin sind. Das bei einem 80-Euro-Adventskalender ist schon krass. Trotzdem haben wir hier sehr große Größen drin enthalten. Also Full Sizes haben wir hier mit drin. Wir haben nicht so wirklich Füllprodukte. Und das, was quasi Füllprodukt ist, wie der Handschuh oder der Pinsel zum Beispiel oder das Schwämmchen, sind gute Füllprodukte. Und ich finde, für 80 Euro lohnt er sich schon. Man sollte sich definitiv überlegen, ob man diese Produkte mag oder wenn man den Adventskalender verschenkt, ob die Person, die den dann bekommt, diese Produkte mögen würde. Aber dafür mache ich ja die Unboxings, dass ihr seht, was drin ist. Und ob das sich halt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt, das weiß ich jetzt ja aktuell nicht. Aber wenn ich halt so in meinem Kopf das ein bisschen durchgehe, haben wir hier auf jeden Fall unseren Preis raus. Ne? Ich werde einiges aus dem Adventskalender auch tatsächlich verwenden. Die Masken werde ich verwenden. Die Schminkprodukte werde ich in mein Fullface Sephora Eigenmarke demnächst mal einfließen lassen. Und hat mir tatsächlich gefallen. Und ich hatte anfangs ja ein bisschen Bedenken, aber ich mag den Adventskalender. Wirklich weihnachtlich ist das Design nicht. Aber ich glaube, für bunte Vögel wie für mich ist es auf jeden Fall eine gute Kiste im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Ansonsten wären Däumchen ein Träumchen und wenn es dir hier nein, das habe ich ja schon gesagt, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.